In Rungsendorf von Ludwig Manfred Lommel. Eine Produktion von Zyx Hörbuch. Ich spiele als Lommel, ich spiele als Pauline, ich spiele als Paul und Baron. Ich spiele als Genießer, ich spiele als Spießer, ich spiele in jeder Person. Gestatten Sie, wie gewöhnlich, Paul Neugebauer persönlich. Ich hab's in der Kehle, womit ich sie quäle, die Damen in Rang und Parkett. Ich spiel meine Platten, um sanft zu ermatten und gehen mit Empfindung zu Bett. Erwin Hartung, der deutsche Rundfunktenor, er singt's uns allen auf Schallplatten vor. Kleine Möwe, flieg nach Helgoland, bring dem Mädel, dass ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Oh, oh, kann der gar nicht singen, das so, ah? Ach, sei stille, Pauline, das geht dich gar nicht an. Bald spiel ich mit Pose als Jazz-Virtuose in nervenvernichtendem Takt. Und kommt dann ein Walzer, dann hol ich das Schmalz her. Ich weiß, was das Publikum packt. Bernadette mit den Locken so schön onduliert, er spielt, bis die Welt die Unschuld verliert. Sei still, es geht dir doch. Naja, aber sei los, ruhig sein. Bald singe ich euch Lieder von Rosen und Flieder mit einer verdammten Kultur. Und wie ich dann schluchze und königlich juchze, das kann eine einzige nur. Pauline Neugebauer, sie jodelt mit Schwung. Wie lang schon, ich bitte sie, Pauline bleibt jung. Ich möchte so gern wieder mal in Grinzing sein. Beim Wein, beim Wein, beim Wein. Dort schaut man so tief in den Himmel rein, beim Wein, beim Wein, beim Wein. Das hat doch der Herrgott so herrlich gemacht, dass er nach 6 Tagen Arbeit ein Feiertag lacht. Drum wollen wir ihm auch recht dankbar sein, beim Wein, beim Wein, beim Wein. Na, wenn du das Schönsingen nennst, ach, das geht dich auch nicht, dann dreh lieber die Platte wieder um. Bald singe ich ganz einfach, weil das nun mal mein Fach, den Leuten die längsten Couplets. Je mehr sie dann klatschen, je mehr muss ich quatschen. Ein Glück, dass ich allerhand weiß. Otto Reuter sang Strophen, du lachst und du weinst. Die Strophen sind endlos und klingen wie eins. In Rungsendorf lebt man in Ruhe und Frieden. Es ist das allerschönste Land hienieden. Es gibt keinen Streit, man braucht sich nicht verklagen. Ach, würdet ihr wie jen euch vertragen? Der deutsche Michel liebt das Prozessieren, auf gleicher Weise wird den Streit verlieren. Bezahlt er uns den Anwalt uns Gericht. Bei uns in Rungsendorf gibt's sowas nicht. Ihr saht mich oft am Mikrofone stehen, der Hörer hört mich, ohne mich zu sehen. Und meine Neider verfolgen mich mit Flüchen, sie können mich weder sehen noch hören, sie können mich nicht mehr riechen. Eins möchte gern Prosa, das andere schätzt ein Liedchen. Es ist unmöglich, alle zu befriedchen. Drum freue ich mich, wenn jetzt Applaus ausbricht. Bei unserem Rundfunk hört man's leider nicht. Jetzt höre ich im Zimmer furchtbares Gewimmer, Schallplatten mit kreischendem Ton. Es bellen die Tölen, die Kinder, die grölen, da laufe ich schließlich davon. Es krächt und es kratzt, die Platte läuft krumm. Caruso dreht sich im Grabe herum. Du musst doch erst einmal aufziehen, Paul, so geht doch das nicht. Ja, doch lass mich zufrieden. So, und jetzt der Stift drauf. Nun geht's los.
Vögel, die Schildträumer erzählen, Vögel, sie klagen, Vögel, sie scherzen, auf Spielecken, um ihre Züge, auf lockerem Satz, 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 habt ihr gebaut, habt ihr gebaut, ja. Und denk ich beim Scheine des Vollmonds beim Weine mal einsam an Rundfunk zurück, dann spiel ich euch Szene für Szene alleine und schließlich das sämtliche Stück. Gestatten Sie, wie gewöhnlich, Paul Neugebauer persönlich. In Runzendorf, wer weiß es nicht, hab ich einen eigenen Sender. Dort sendet mein Antenner, ich bin in die fernsten Länder. Die anderen Sender in der Welt brauchen für jede Szene ein Dutzend teure Schauspieler. Ich mach mein Dreck alleine.